Du bist nicht du, wenn du keine Videos machst? Okay, überredet. Alter, war der Anfang scheiße. Es gibt wieder viele Informationen zu Delta Force und natürlich auch zum Battlefield-Franchise. Also wenn du das nicht verpassen möchtest, bleib auf jeden Fall dran. We're not live. Auch nicht? Na, scheiß drauf. Es gibt sehr große Informationen zum aktuellen Steam Fest. In diesem könnt ihr Delta Force kostenlos spielen. Das habe ich bereits in meinem letzten Video auch schon erwähnt. Nur heute gibt es die Information, dass ihr, wenn ihr in diesem Steam Fest Delta Force spielt auf dem PC, auch für die Early Access Fassung sowie für die Konsolenfassung später in der Zukunft im nächsten Jahr Skins und Belohnungen freischalten könnt. Spielt ihr also vom 14. bis zum 21. Oktober Delta Force, könnt ihr die ganzen Sachen freischalten. Dabei müsst ihr aber beachten, dass ihr euren Account mit dem Infinity-Account verknüpft, um die Sachen zu bekommen. Wie das geht, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, denn dort steht drin, ab dem 14. Oktober einfach diesen Link anklicken, auf die offizielle Seite von Delta Force gehen und dort dann die Informationen nachlesen. Aktuell sind sie aber noch nicht verfügbar. Ihr wisst ja, dass die in China schon die Mobile-Version public draußen haben. Somit ist es mir auch möglich, durch einen Abonnenten, und zwar Diffuse, das Gameplay im Hintergrund gerade bereitzustellen, und zwar auf der Karte Penetration, die neue Infanteriekarte, die uns auch noch in Zukunft erwarten wird. So zeigt uns auch Mobile, dass wir schon neue Bundles bekommen, die uns in Zukunft erwarten. In Zukunft erwarten. Hierbei sehen wir einen Operator, der sehr stark nach dem Operator Ghost aussieht aus Call of Duty. Die Entwickler sagen aber, hierbei ist kein Crossover geplant, es sieht halt nur identisch ähnlich aus. Ja, ja, China. Dass die Chinesen Weltmeister darin sind, Dinge einfach nur zu kopieren, wissen wir schon lange. In diesem bekommen wir zu sehen, dass wir zum Beispiel für den Granatwerfer ein Skin bekommen, für die Granaten an sich und für die Waffen sowie für den Spezialisten und Takedown-Animationen, so wie wir es bereits aus anderen Shootern kennen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, schreibt mir mal in die Kommentare, findet ihr das schon ein bisschen wieder zu übertrieben oder sagt ihr, ihr feiert sowas? Ich persönlich kaufe so einen Shit nicht. Das ist meine Meinung und wie gesagt, ich würde einfach gerne Spezialisten-Skins haben, die einfach realistisch aussehen und die zu passen zu einem Setting. Habt ihr eigentlich mitbekommen, wie weit Call of Duty schon abgedriftet ist mit Skins? Schaut euch mal bitte diese Skins hier an. Was zur Hölle ist das? Alter, geht gar nicht. Also bevor ich sowas im Ingame-Store kaufe, da spiele ich lieber Pony Simulator. Wisst ihr, was mich mehr beunruhigt? Dass dieses einfach hier 8.494 Leute angeguckt haben vor 7 Jahren und 30 Leute geliked. Und dann haben wir noch einen Real-Life-Trailer bekommen zu einer Spezialistin, die es in Delta Force gibt. Und das schauen wir uns mal an. Für alle EA Play Nutzer, aufgepasst, ihr bekommt jetzt einen neuen Skin für den Railgun Panzer in Battlefield 2042. Also einfach euren Skin abholen in-game und damit habt ihr sie freigeschalten. Auch wurde was in 2042 am Frontline-Modus geändert. Der Fallback-Timer zwischen verloren und gewonnenen Sektoren wurde beim Frontline per Backup-Update von 45 auf 60 Sekunden erhöht und ist somit jetzt bei 60 Sekunden und verschafft den Angreifern sowie den Verteidigern mehr Chancen, näher an die Objectives zu kommen, um diese zu verteidigen oder zu angreifen zu können. Auch erwartet uns in den kommenden Wochen neue Modis, und zwar Control kommt zurück vom 15. Oktober bis zum 22. und heruntergefahren der Zombie-Modus vom 22. bis zum 29. Oktober. Allerdings zum Start von Halloween wird es einen separaten Modus geben, der bislang anscheinend noch nicht gab in 2042. Hierbei bekommen wir auch einen neuen Event-Pass, neue Ausrüstung zum Freischalten und vieles mehr.
mehr. Wenn es dazu spätestens neue Informationen gibt, gibt es sie natürlich hier auf meinem Kanal. Eine Sache, die vielleicht nicht auf meinen Kanal gehört, aber ich wollte es dennoch den Konsoleros zumindest mitteilen, das habe ich auch nur random mitbekommen. Und zwar kommt BattleBit Remaster, was ja so ähnlich ist wie Battlefield, sowie auch Bodycam, eine taktisch-realistischer Ego-Shooter, demnächst auf Konsole raus. Obwohl ich bei dem Logo auf PSN irgendwie sicher war, dass BattleBit mit BIT geschrieben wird. Aber als ich das gegoogelt habe, kommt das gleiche Gameplay raus. Also, keine Ahnung. Be advised, a catastrophic earthquake event in